Einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Christoph Malusses. Ich bin Premium-Kundenberater und Marktanalyst bei der IG Bank und freue mich heute gemeinsam mit Ihnen hier den zweiten Teil unserer Kurzserie zum Thema technische Analyse uns anzuschauen. Das Thema heute trennt folgende Indikatoren. Bevor wir anfangen, wie immer einmal kurz die Bitte, dass Sie mir kurz über die Chatfunktion mitteilen, ob Sie mich gut und deutlich verstehen können. Dann warte ich ganz kurz auf Ihre Rückmeldung. Ich sehe, die ersten kommen schon. Das funktioniert anscheinend gut. Wunderbar. Das freut mich. Also, dann fangen wir einfach direkt an. Das Seminar oder das Webinar, besser gesagt, heute wird ungefähr 30, 40 Minuten dauern. Wir werden auf jeden Fall die Möglichkeit haben, auch Ihre Fragen zu beantworten. Heißt also, wenn Sie Fragen haben, platzieren Sie diese gerne direkt in die Chat-Funktion. Dafür nehmen wir uns natürlich gerne entweder im Laufe des Webinars dann die Zeit oder eben am Ende zum Schluss dann, dass ich da doch nochmal ein bisschen Zeit uns zur Verfügung stelle. Bevor wir natürlich beginnen, wie immer, ein kurzer Ausblick bzw. ein kurzer Hinweis auf den Haftungsausschluss. Ich lese Ihnen diesen einmal kurz vor und den können Sie natürlich gerne auf dem Bildschirm direkt nachfolgen. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger geeignet sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Dieses Webinar stellt wie immer keine individuelle Anlageberatung dar. Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema beginnen, ich sehe, wir haben auch heute wieder viele neue Teilnehmer beim Webinar dabei. Heißt also, ich möchte kurz 2, 3 Minuten einen Einblick geben, wer die IG Bank überhaupt ist, was unsere Zielsetzung vielleicht auch hier in der Schweiz ist und wie wir Ihnen vielleicht auch künftig weiterhelfen können. Hier fangen wir natürlich an mit der IG Gruppe. Wer ist die IG Gruppe? Die IG Gruppe wurde bereits 1974 gegründet, also mittlerweile 46 oder wir sind jetzt im 46. Jahr der Existenz. Wir haben damals im Prinzip ein Produkt entwickelt, was es ermöglicht hat, Gold nicht nur physisch, sondern eben auch über Derivat handelbar zu machen. Das war der Vorreiter von dem heutigen CFD oder eben Differenzhandelskontrakt. Heißt also, wir haben natürlich in dem Bereich CFDs sehr viel Erfahrung sammeln können in den vielen Jahren, in denen wir schon dabei sind. Und sind entsprechend auch global stark gewachsen. Wir sind jetzt in 14 Ländern konkret vertreten, haben mehr als 178.000 aktive Kunden weltweit. Das ist natürlich für Sie ganz besonders relevant, weil Sie können da im Prinzip auch daraus erkennen, dass Sie eben nicht nur ein Local Player sind. Das heißt, wir haben Kunden, die uns weltweit vertrauen und da unsere Angebote auch nutzen. Trotzdem sind wir hier in der Schweiz vertreten mit einer eigenen Banklizenz. Wir sind hier 2014 in die Schweiz gekommen und haben uns hier um eine Banklizenz bemüht. Wir sind entsprechend auch bei der FINMA als Vollbank reguliert und lizenziert und mittlerweile in 2 Büros in der Schweiz vertreten. Ein Büro in Genf, das ist unser Hauptbüro und dann seit gut 2 Jahren auch das Büro hier in Zürich direkt am Paradeplatz. Sobald sage ich mal, Corona-Situation es wieder zulässt und wir wieder Gäste natürlich auch in den Büros empfangen können, sind Sie natürlich jederzeit herzlich eingeladen, uns in unseren Büros zu besuchen, um da vielleicht uns auch persönlich kennenzulernen, beziehungsweise auch vielleicht Ihre Fragen direkt platzieren zu können. Das Trading mit der IG Bank zeichnet sich natürlich in erster Linie über das breite Marktangebot an, was wir Ihnen zur Verfügung stellen, was Sie handeln können. Wir haben mittlerweile mehr als 17.000 handelbare Märkte in allen verschiedenen Assetklassen, also sei es Aktien, Rohstoffe, Indizes, Währungen. Aber was ich persönlich sehr gut finde, ist, dass Sie eben hier die Möglichkeit haben, alle Produkte aus einer einzelnen Plattform handeln zu können. Das heißt, Sie müssen nicht für einzelne Assetklassen in verschiedene Plattformen sich anmelden oder für verschiedene Konten sich anmelden, sondern können das alles aus einer Hand im Prinzip managen. Und die Plattformen, die wir Ihnen anbieten, sind natürlich eigene Plattformen, wie zum Beispiel unsere webbasierte Plattform oder die App, die Sie nutzen können. Wir haben aber auch eine Kooperation mit professionellen Charting-Software-Anbietern, die nennen sich ProRealTime. Da werde ich auch gleich einige Charts Ihnen zeigen. Die haben entsprechend einige Tools, die Sie da zusätzlich noch zur Verfügung gestellt bekommen, wie zum Beispiel das Backtesting, was Sie dann auch nutzen können, um zum Beispiel auch die Themen, die wir heute besprechen, da nachzuvollziehen und zu testen, ob das überhaupt funktioniert. Wir sind natürlich mit unserer Erfahrung weltweit einer der größten Anbieter von CFDs, aber für Sie als Endkunde ist es natürlich wichtig, wie Sie uns erreichen können. Sie können uns natürlich jederzeit gerne erreichen, wenn Sie Fragen haben.
zu unseren normalen Büroöffnungszeiten in der Schweiz, natürlich auch in den lokalen Sprachen, heißt in der Schweiz in dem Fall Deutsch, Französisch, Italienisch und darüber hinaus natürlich jederzeit auch gerne auf Englisch. Wir sind, wie bereits erwähnt, in der Schweiz eine voll regulierte Bank. Das hat natürlich einige Vorteile. Wir sind hier dem Einlagensicherungssystem angeschlossen, der ESI Swiss. Das heißt, Ihre Einlagen sind bis 100.000 Schweizer Franken über die ESI Swiss abgesichert. Was persönlich mir immer wichtigsten eigentlich schon fast ist das der letzte Punkt hier auf dem Slide, nämlich das Thema Bildung. Bildung ist für uns natürlich in dem Sinne besonders wichtig, weil wir wollen Ihnen als Endkunden natürlich die Möglichkeit bieten, so gut vorbereitet wie möglich in den Markt reinzukommen. Denn wir haben ganz klares Interesse daran, dass Sie langfristig ein erfolgreicher Trader sind. Denn wenn Sie langfristig erfolgreich sind, bleiben Sie langfristig auch Kunde von uns und dann haben wir beide von dieser Situation gewonnen und das heißt, unsere Ziele sind eigentlich gleichgerichtet. Diesbezüglich haben wir vor gut 2 Jahren, 1,5 Jahren die IG Academy in die Welt gerufen. Das ist eine Online-Plattform, da können Sie sich kostenfrei für registrieren. Da können Sie sich natürlich immer informieren über die nächsten Webinare und Seminare, die anstehen, aber eben auch ein großes Angebot an Videos abrufen, die Ihnen dort on demand zur Verfügung stehen. Das heißt, Sie können sich dort auch nach Ihrem eigenen Zeitplan richten und sich dort fortbilden. Mit den einleitenden Worten wollen wir natürlich in das Thema von heute hineingehen. Wie gesagt, diese dreiteilige Kurzserie soll Ihnen einen Einblick geben über verschiedene Aspekte des Tradings und verschiedene Indikatoren, die hier vielleicht Ihnen in der Kombination vielleicht der Indikatoren auch verschiedene Einblicke in den Markt geben können. Vergangene Woche, für die schon dabei waren, da haben wir uns angeschaut, die trendbestimmenden Indikatoren, unter anderem dort den Directional Movement Indikator und den Arun Indikator. Heute schauen wir uns drei verschiedene trendfolgende Indikatoren an. Unter anderem fangen wir natürlich an mit dem Moving Average Convergence Divergence oder kurz MACD, den Sie wahrscheinlich aber auch schon kennen und vielleicht auch sogar selbst nutzen. Aber es ist einer der wichtigeren Trendfolgeindikatoren, die auch am häufigsten wahrscheinlich verwendet werden. Von daher wollen wir erst einmal ein grundsätzliches Verständnis dafür entwickeln, wie dieser Indikator überhaupt aufgebaut ist, für die von Ihnen, die den vielleicht noch nicht kennen und wie man den auch am Ende nutzen kann, um vielleicht Trendumkehren zu identifizieren und dort vielleicht auch mögliche Signale zu identifizieren. Die MACD-Linie, das ist die blaue Linie hier im Chart rechts, den ich eingeblendet habe. Das ist übrigens ein Chart aus ProRealTime. Allerdings können Sie auch den MACD-Indikator und die anderen Indikatoren über unsere webbasierte Plattform abrufen. Aber hier in dem konkreten Fall habe ich das jetzt mal aus ProRealTime gezogen. Die MACD-Linie basiert im Prinzip auf zwei verschiedenen gleitenden Durchschnitten, nämlich einmal den 12-Perioden EMA und den 26-Perioden EMA. EMA bedeutet der Exponential Moving Average, also der exponentielle gleitende Durchschnitt, bedeutet also, dass hier ein gleitender Durchschnitt gebildet wird aus zum Beispiel 12 Perioden, also aus den 12 vorherigen Perioden, wobei die letzten, also die jüngsten Perioden, die letzten Kurse sozusagen höher gewichtet werden als die am weitesten zurückliegenden Kurse. Und hier wird im Prinzip einfach nur die Differenz gebildet. Das heißt, wir nehmen den 12 Perioden EMA, subtrahieren davon den 26 Perioden EMA. Und das bedeutet aber, dass wenn wir jetzt in 12 Perioden EMA höhere Kurse haben oder einen höheren Durchschnitt haben als beim 26 Perioden EMA, das heißt also, dass wir eine Linie haben, die positiv gerichtet ist. Das heißt also, wir haben einen positiven Wert in der MACD-Linie. Umgekehrt hätten wir einen negativen Wert in der MACD-Linie. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben im Prinzip hier eine Art Momentum-Indikator, weil wir sehen, dass Momentum, also die kurzfristige Linie, überschießt die längerfristige Linie, bedeutet also kurzfristig gibt es dort eine gewisse Preisaction in Trendrichtung, nämlich in dem Fall, wenn wir jetzt oberhalb der Linie sind, in einem positiven Trend, Aufwärtstrend und umgekehrt in einem Abwärtstrend. Darüber hinaus gibt es natürlich die Signallinie. Die Signallinie, das ist die rote Linie im Chart, ist nichts anderes als der EMA, also der exponentielle gleitende Durchschnitt der MACD-Linie, nämlich auf 9 Periodenbasis. Also es ist im Prinzip nichts anderes als eine geglättete MACD-Linie, die natürlich, wie man sieht, sage ich mal, etwas weniger zackig verläuft, sondern wesentlich runder läuft und dem Ganzen auch etwas hinterherläuft. Das heißt, hieraus, das werden wir auch gleich sehen, können sich entsprechend mögliche Handelssignale ergeben. Dann haben wir natürlich die Nulllinie. Die Nulllinie zeigt grundsätzlich erstmal den Trend an. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn wir oberhalb der Nulllinie sind, sollten wir uns in einem Aufwärtstrend befinden. Wenn wir unterhalb der Nulllinie sind, sollten wir uns in einem Abwärtstrend befinden.
und die Entfernung der Nulllinie, beziehungsweise die Entfernung der MACD-Linie zur Nulllinie zeigt uns ein gewisses Maß an Trendstärke. Ich würde eher sagen, es zeigt uns ein Maß des Momentums an. Das heißt, wie hoch ist das Momentum aktuell? Je weiter wir entfernt sind von der Nulllinie, umso stärker auch das Momentum. Und die Balken, die Sie unten sehen, das ist das Histogramm und das ist nichts anderes als die Differenz zwischen der MACD-Linie und eben der Signallinie. Also zeigt uns das genau das an, was ich vorhin auch schon gesagt hatte. Wir haben hier also eine gute grafische Darstellung des Momentums eigentlich und können hier entsprechend schnell ablesen, in welcher Phase des Trends befinden wir uns und wie stark ist der Trend jetzt eigentlich. Der Name MACD setzt sich nicht nur aus den Moving Averages zusammen, die wir uns gerade ja schon angeschaut haben, sondern eben auch Konvergenz, Divergenz, also Konvergenzen und Divergenzen. Und wie werden diese Konvergenzen und Divergenzen interpretiert, beziehungsweise was stellen die überhaupt dar? Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel angezeigt. Einmal eine Divergenz, das sind die Pfeile, die blauen Pfeile im Chart. Da sehen Sie, die Linien laufen aufeinander zu. Und zwar welche Linien? Wir vergleichen einfach mal das Histogramm, den Verlauf des Histogramms zum Verlauf zum Kurs. Und hier sehen wir eine Divergenz. Das heißt, die Linien, wie gesagt, laufen zueinander zu. Und das ist für uns ein Frühwarnsignal im Prinzip für eine mögliche Trendumkehr. Warum ist das so? Weil wir haben hier einmal, wenn wir uns den MACD unten anschauen, das Histogramm, also im Konkreten, sehen wir zunächst mal, okay, wir sind nach wie vor unterhalb der Nulllinie, heißt, wir sind im Abwärtstrend. Das wird oben durch den Kurs auch bestätigt. Der Kurs verläuft weiter nach unten. Das heißt, wenn ich mir hier anschaue, die Höchstkurse der jeweiligen kurzfristigen Gegenbewegung sind immer tiefer als die vorherigen Höchstkurse und auch die Tiefskurse sind jeweils tiefer. Das heißt, wir haben ja eigentlich einen sehr guten Abwärtstrend. Aber diese abflachende Linie oder die zurücklaufende Linie des Histogramms zeigt mir eigentlich, dass das Momentum, also die Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signallinie, enger wird. Das bedeutet also, das kann als Warnsignal dafür verwendet werden, zu sagen, okay, wir haben zwar noch einen Abwärtstrend, aber der Abwärtstrend könnte vielleicht vor einer Trendumkehr stehen. Und wir sehen das direkt in der Folge auch, dass sich das in diesem konkreten Beispiel auch bestätigt hat. Nämlich die zwei braunen Linien, die Sie hier sehen, das ist die Konvergenz. Das heißt, hier sehen wir, verlaufen diese beiden Linien im Prinzip in dieselbe Richtung, parallel zueinander. Und hier sehen wir im Prinzip, dass wir nach der Durchkreuzung dieser Nulllinie, dazu kommen wir gleich noch zu, sehen wir im Prinzip, dass wir einen Aufwärtstrend etabliert haben und der Aufwärtstrend an Momentum gewinnt. Nämlich erkennen wir das, wie gesagt, an den grünen Balken, die im Zeitverlauf größer werden und auch der Kursverlauf geht in die gleiche Richtung. Das heißt, hier sagen wir, okay, wir haben eine Trendumkehr gesehen, der Trend in die umgekehrte Richtung, in dem Fall Aufwärtstrend, wird stärker, nämlich, beziehungsweise das Momentum wird größer, nämlich dadurch gekennzeichnet, dass eben die MACD-Linie der Signallinie davonläuft. Ja, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, den viele Trader auch ansetzen, wo ein schneller Blick im Prinzip in den Chart schon reicht, um das zu erkennen. Und sicherlich ein wichtiger Aspekt, wie man den Moving Average Konvergenz Divergenz zu verwenden hat. Aber das eigentliche Signal oder die eigentlich möglichen Signale, die sich aus dem MACD ergeben, sind andere. Und da kommen wir jetzt einmal ganz kurz drauf zu sprechen, nämlich gibt es zwei mögliche Signale. Einmal sehen wir ein mögliches Signal aus dem Schnittpunkt der MACD-Linie zur Signallinie und einmal sehen wir ein mögliches Signal aus dem Schnittpunkt der MACD-Linie und der Nulllinie. Was bedeutet das? Ich habe Ihnen jetzt einfach mal nochmal einen Chart hier eingeblendet. Im oberen Verlauf sehen Sie zwei Linien, einmal die lila Linie und einmal die rote Linie. Beide Linien sind exponentielle Moving Averages, nämlich 12 Perioden und 26 Perioden. Ich habe die explizit so gewählt, damit die dem MACD entsprechen. Und ich habe jetzt einfach mal eine ganz simple Strategie angesetzt, die Sie wahrscheinlich schon kennen, nämlich die der Kreuzung von den gleitenden Durchschnitten. Das heißt, die Strategie sagt einfach, ich nehme einen schnellen gleitenden Durchschnitt, also in dem Fall 12 Tage oder 12 Perioden und 26 Perioden, also den längeren gleitenden Durchschnitt. Und wenn immer der schnellere den längeren, also in dem Fall die lila Linie, die rote Linie von oben nach unten durchkreuzt, ist das ein Verkaufssignal, umgekehrt ist es ein Kaufsignal. Und diese Signale habe ich hier mit den blauen Pfeilen markiert. Das heißt, Sie sehen hier, ich hoffe, Sie können jetzt meine Maus auch sehen, genau, hier in dem Bereich sehen Sie, wir haben hier die Durchkreuzung.
ist ein Signal dafür, dass jetzt hier ein Abwärtstrend eingesetzt ist oder eingesetzt hat. Und wir würden hier im Prinzip auf dieser Kerze short gehen. Im Umkehrsignal würden wir hier jetzt sagen, okay, hier schließe ich meine Short-Position und gehe vielleicht sogar in eine Long-Position über, weil wir ja das gegengesetzte Signal haben. Das heißt, wir haben hier wieder positives Momentum aufgebaut durch die Kreuzung. Wenn wir das jetzt einfach mal mit den möglichen Signalen aus der MACD-Linie und der Signallinie in Kontrast setzen, dann werden Sie feststellen, Sie haben hier sicherlich die gelben Pfeile schon gesehen. Das sind im Prinzip die Signalpunkte, die uns der MACD im Prinzip bietet. Hier sehen wir im unteren Teil die blaue Linie, also die MACD-Linie, kurzfristigere Linie, die, sagen wir mal, nervösere Linie, durchkreuzt die Signallinie von oben nach unten. Das heißt, hier haben wir genau das gleiche Short-Signal, aber wenn ich mir das auf der Zeitachse anschaue, jetzt mal gefühlt gesagt 10 Perioden vorher. Das heißt, hier habe ich im Prinzip schon das erste Signal, wo ich sage, okay, hier könnte jetzt ein Abwärtstrend einsetzen. Und jetzt würde ich wahrscheinlich in der Praxis so vorgehen, dass ich mir noch andere Indikatoren anschaue und sehe, wann zeigen mir die anderen Indikatoren ebenfalls eine Trendumkehr bzw. einen möglichen Abwärtstrend an. Aber hier, wenn ich jetzt wirklich ganz explizit nur mit dem MACD hervorgehen würde, hätte ich hier im Prinzip, und zwar auf jedem einzelnen dieser Signale, einen zeitlichen Vorteil. Manchmal länger, manchmal weniger lang. Das hängt an der Intensität der vorherigen Kursbewegung natürlich ab, weil das Momentum wichtig ist. Aber wir haben hier über diesen Schnittpunkt der MACD-Linie und der Signallinie einen zeitlichen Vorteil gegenüber einer standardmäßigen Kreuzungsstrategie des gleitenden Durchschnitts. Und so können Sie im Prinzip hervorgehen oder rangehen, um dem MACD auch zu verwenden, um, ich sag mal, Frühwarnung für eine Trendumkehr sich anzugucken über die Konvergenz und Divergenz, die wir vorhin gesehen haben, aber eben auch ein klares Signal erkennen können für einen Einstieg oder Ausstieg in eine Position über die Kreuzungspunkte der MACD-Linie zur Signallinie oder eben auch MACD-Linie zur Nulllinie. Das finde ich kein gutes Signal. Das können Sie auch backtesten, wie gesagt, über das ProRealTime. Da werden Sie feststellen, das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Von daher habe ich das Beispiel hier auch explizit mal rausgelassen. Aber den ersten Teil, MACD-Linie zur Signallinie, das kann man auf jeden Fall mal testen, um zu schauen, in Kombination mit anderen Indikatoren, wie funktioniert das. Und das ist ein wichtiges Stichwort, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ich persönlich würde niemals einen einzelnen Indikator verwenden, um ein Signal zu ermitteln, sondern Sie sollten immer eine Art Clusterzone haben. Das heißt, eine Clusterzone bedeutet, Sie sollten im Prinzip die Position erst dann eingehen, wenn Sie 2, 3, 4 Signale haben oder 2, 3, 4 Indikatoren haben, die in die gleiche Richtung Ihnen das Signal geben, und erst dann wirklich in die Position einsteigen. Ein einzelner Indikator, der immer das richtige Signal gibt, den kenne ich nicht. Vielleicht haben Sie das schon eingefunden, aber ich würde da sehr vorsichtig sein in der Anwendung eines einzelnen Indikators. Und um das jetzt zu kombinieren, habe ich als zweiten Indikator jetzt mal hinzugenommen die Bollinger Bänder. Die Bollinger Bänder, von einigen von Ihnen sind hier natürlich auch schon wieder bekannt. Wir hatten auch Herrn John Bollinger vergangenes Jahr beim Swiss Trading, der hier live in Zürich dabei, der uns hier über die Bollinger Bänder etwas berichtet hat und gesagt hat, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist. Aber auch hier erst einmal für Sie das Grundverständnis, wie sind diese Bollinger Bänder aufgebaut und wie kann man die im Nachhinein auch für seine Zwecke nutzen. Zunächst einmal, wir haben hier eine Mittellinie. Das ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, also nicht exponentiell wie vorhin, sondern ein einfacher gleitender Durchschnitt, wo jede Periode gleichgewichtet ist. Und wir verwenden hier im Standardfall 20 Perioden, also 20 Tage, 20 Stunden, je nachdem, was für einen Chart ich mir jetzt angucke, ob ich jetzt im Stundenchart oder im Tageschart zum Beispiel mich befinde. Und darüber hinaus habe ich ein oberes und ein unteres Band. Und eigentlich ist es dieses obere und untere Band das, was uns interessiert, nämlich wird dieses obere oder untere Band dadurch ermittelt, dass wir eben ausgehend von der Mittellinie eine zweifache Standardabweichung hinzuaddieren oder abziehen von eben dieser Mittellinie, sodass wir ein Band um den gleitenden Durchschnitt im Prinzip sehen. Was bedeutet Standardabweichung? Die von Ihnen, die Statistik schon mal irgendwo studiert haben, das ist natürlich ein gängiges Prinzip. Standardabweichung misst erst einmal jetzt im Kontext des Finanzsektors Volatilität und gibt uns im Prinzip eine Art Wahrscheinlichkeit wieder, wie hoch im Prinzip die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich jetzt in dem konkreten Fall der Kurs innerhalb dieser Bandbreite bewegen wird. Ich habe Ihnen jetzt hier mal aus der Statistik heraus die drei
gängigsten Standardabweichungen angezeigt, nämlich Standardabweichung 1, die einfache Standardabweichung, die doppelte Standardabweichung und die dreifache Standardabweichung und die Prozentsätze dahinter. Das heißt, was bedeutet das interpretiert? Wenn wir jetzt also wie im Bollinger Band Standardabweichung 2 nutzen, sagen wir, dass wir in 95,5% der Fälle einen Kurs oder einen Kursverlauf sehen, der innerhalb dieser Bandbreite sich bewegt. So, das ist natürlich schon mal ein Vorteil, den wir hier haben, denn das ist der Grund, weswegen ich gerne die Bollinger Bände verwende, ist, ich sehe hier im Prinzip in meinem Chart grafisch schon mal dargestellt, die Volatilität. Die kriege ich anderweitig sonst nicht im Chart angezeigt. Und das ist auch das, wie ich jetzt einfach Ihnen empfehlen würde, die Bollinger Bänder auch anzugehen. Es ergeben sich ja auch Signale. Also man kann hier auch Strategien auf die Bollinger Bänder fahren. Allerdings, auch da muss ich sagen, gucken wir uns gleich auch kurz an, würde ich jetzt nicht als einzelstehendes Signal verwenden, sondern ich würde hier einfach nur sagen, okay, wie hoch ist die Volatilität im Markt und was kann ich daraus ableiten? Gucken wir uns also erst einmal an, welche Signale hier jetzt daraus entstehen können. Funktion 1, Gewinnmitnahme und Wiedereinstieg. Wir haben hier zum Beispiel im unteren Bereich sehen Sie im Chart den Directional Movement, also den trendbestimmenden Indikator, den wir vergangene Woche uns angeschaut haben. Da kriege ich hier ein Signal, dass hier jetzt ein Aufwärtstrend eingesetzt hat. Auf Grundlage dieses Signals hier unten gehe ich hier long. Der Markt entwickelt sich in meine Richtung, der Trend nimmt auch zu, dadurch, dass ich sehe, dass der ADX, diese schwarze Linie, höher wird oder größer wird, an Wert gewinnt. Das heißt, mein Trend entwickelt sich in die richtige Richtung. Perfekt. Und jetzt erreiche ich im Prinzip mit dem Kurs im Prinzip das obere Bollinger Band. Und jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, okay, ich weiß ja, dass in Bollinger Band, wie gesagt, Standardabweichung 2, in 95% der Fälle würde jetzt der Kurs innerhalb des Bollinger Bands bleiben. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, okay, ich gehe hier aus meiner Position raus, schließe also im Prinzip meine Long-Position und warte, bis ein Gegensignal kommt. Und das Gegensignal könnte sein, kann ich definieren im Prinzip, wenn ich sage, okay, wenn wir in der Nähe von der Mittellinie uns bewegen, und der Kurs im Prinzip sich in diese Richtung wieder zurückentwickelt hat im Aufwärtstrend, dann würde ich hier einen Einstiegspunkt wählen und dann wieder long gehen, bis genau das Gleiche wieder passiert, nämlich bis wieder das obere Band erreicht wird. Ja, und zum Beispiel könnte ich jetzt auch sagen, mein Stopp könnte sein, wenn der gleitende Durchschnitt nach unten durchschritten wird, dann gehe ich aus meiner Long-Position hinaus. Auch da möchte ich einfach die sagen, okay, einfach mit Vorsicht genießen das Ganze, weil wenn Sie jetzt sich das Ganze anschauen, hier zum Beispiel auf der Abwärtstrendseite, dann sehen Sie, eigentlich bewegen sich die Bollinger Bänder eigentlich sehr stark in Trendrichtung mit. Das heißt, sie weiten sich im Prinzip auch stark aus in dem konkreten Fall und der Kurs verläuft entlang der Bollinger Bänder. Das heißt, wenn ich jetzt hier gesagt hätte, okay, hier habe ich das Signal für einen Short bekommen, und hier erreiche ich im Prinzip das erste Mal nach dem Einstieg vielleicht das untere Band, ich würde jetzt aus meiner Short-Position aussteigen, der Kurs läuft nie wieder zurück zur Mittellinie, ich kriege also keinen Wiedereinstieg, das heißt, ich verliere im Prinzip gefühlt jetzt 90% dieser Gesamtbewegung. Also für Gewinnmitnahme und Wiedereinstieg kann man es mal testen auf Backtest-Basis, ob es funktionieren könnte. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, für mich funktioniert es nicht, aber ich verwende die Bollinger Bänder für einen anderen Zweck, nämlich, wie gesagt, Volatilität ist hier das Stichwort. Es zeigt mir an, wann habe ich hohe Volatilität und wann habe ich tiefe Volatilität und daraus kann ich ableiten, wann gibt es einen Seitwärtstrend und wann gibt es einen direktionalen Trend. Und das ist die zweite Funktion der Bollinger Bänder, das Erkennen von Seitwärtsbewegungen. In dem Bereich hier vorne sehe ich, dass die Bollinger Bänder sich verengen. Die laufen zueinander zu, das heißt, die Distanz von oben nach unten wird kleiner. Und das bedeutet im Prinzip für mich nichts anderes als Volatilität nimmt ab. Wir bewegen uns jetzt in einer Seitwärtsbewegung, die kann man natürlich auch handeln, aber nicht mehr, sage ich mal, mit den großen Bewegungen, gerade wenn ich jetzt eine Trendfolgestrategie haben möchte, hilft mir das jetzt nicht wirklich weiter, sondern ich bewege mich jetzt an einer Phase, wo der Markt irgendwo sein Gleichgewicht sucht. Wir wissen nicht, hieraus können wir nicht ableiten, okay, folgt jetzt ein Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend, aber was ich jetzt ableiten kann, ist in dem Moment, wo wir aus dem Band wegbrechen, wie jetzt zum Beispiel hier aus diesem Bereich hier, nach unten wegbrechen, dann ergibt sich für mich eine Bewegung, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine abwärtsgerichtete Bewegung sehen werden.
Und das ist im Prinzip die Art, wie ich hier zum Beispiel die Bollinger Bänder verwende und Ihnen vielleicht auch ans Herz lege, das sich auch mal diesbezüglich anzuschauen, weil in dem Moment, wo ich eine Verengung der Bänder sehe, sehe ich, okay, der Markt ist sich nicht ganz klar, in welche Richtung es geht. Und in dem Moment, wo ich den Ausbruch aus den Bändern sehe, kann ich abschätzen, okay, jetzt könnte vielleicht eine starke Bewegung fortführen in die eigentliche Richtung, die jetzt auch der Ausbruch im Prinzip signalisiert hat. Also nochmal, Bollinger Bänder. Für mich ganz klar Volatilitätsbänder. Das heißt, wir sehen hier, wie volatil ist der Markt und ich kann hier eigentlich ganz gut erkennen, was sind die Seitwärtsbewegungen. Und das ist meistens auch das Problem von anderen Indikatoren, die zeigen nämlich immer ganz gut den Trend an. Aber sobald es in eine Seitwärtsbewegung geht, habe ich hier ein Problem, weil die zeigen den Seitwärtstrend meistens nicht gut an. Und zu guter Letzt haben wir heute noch den Parabolic Stop and Reverse oder ganz kurz SAR abgekürzt. Der SAR ist eigentlich in dem Sinne ein interessanter Indikator, weil er uns hier im Prinzip eine Art Trailing Stop, wenn man so möchte, bietet. Das ist ein Indikator, der im Prinzip mit weiteren Kursverlauf in Trendrichtung uns mögliche Stoppkurse bietet. Der Indikator heißt Stop and Reverse, also übersetzt Position schließen und drehen. Na, sollte man das machen? Man natürlich nicht. Man sollte jetzt nicht einfach blind sagen, wenn der Stopp ausgelöst wird, dann gehe ich automatisch in die Gegenposition. Aber der Indikator wurde dahingehend entwickelt. Und er ist im Prinzip ein preis- und zeitbasierter Indikator. Denn, wie Sie hier sehen, der SAR folgt im Prinzip mit dem Zeitablauf auch dem Kursverlauf. Das heißt, wir haben hier einen Aufwärtstrend, der hier eingesetzt ist. Diese Punkte, diese gepunktete Linie, die bewegt sich immer nur nach oben. Sie werden jetzt nie sehen, dass diese gepunktete Linie irgendwann mal sich nach unten bewegen würde, weil der Kurs jetzt weiter nach unten geht, sondern im Prinzip ist das auch unsere Stopplinie sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt im Aufwärtstrend mich befinde, gehe ich hier also long, da kommen wir gleich nochmal zu, würde ich im Prinzip meinen Stopp oder könnte ich auf Basis dieses SAR den Stopp hier unten setzen. In der nächsten Kerze würde ich den Stop etwas höher setzen und so weiter und so fort. Und je weiter ich im Kursverlauf liege, umso höher läuft auch dieser Stop im Prinzip mit, bis ich dann auf dieser Kerze, wenn es sozusagen eine Trendumkehr gemäß dem SAR gibt, im Prinzip ausgestoppt werden würde. Sie erkennen hier auch, dass im Aufwärtstrend dieser SAR entsprechend natürlich unterhalb vom Kursverlauf liegt, klar, weil im Aufwärtstrend bin ich long, das heißt, mein Stop muss natürlich unter dem Kurs liegen und umgekehrt auf der Short-Seite. Wie wird das jetzt ermittelt? Wie wird dieser Indikator jetzt aufgebaut? Zunächst einmal, Sie sehen hier den ersten Punkt. Das ist der letzte SAR im Abwärtstrend. Sie sehen also hier im Prinzip hatten wir einen Abwärtstrend. Diese Linie kommt nach unten. Das ist das Ende vom Abwärtstrend, nicht mehr sehr dynamisch, kein hohes Momentum. Aber wir sehen hier im Prinzip auf der Kerze, auf Punkt 2, die Kerze durchbricht im Prinzip diesen Stop. Stop and Reverse heißt, wir stoppen unsere Short-Position und gehen in eine Long-Position über. Das heißt, hier wird im Prinzip jetzt die Short-Position geschlossen, eine Long-Position eingegangen. Und was wird dann gemacht? Es wird dann so vorgegangen, dass man sagt, okay, aus dem vorherigen Abwärtstrend, der hier identifiziert wurde auf Grundlage des SAR, wird der tiefste Tiefkurs gewählt und dieser tiefste Tiefkurs wird automatisch zum ersten Stop meiner Long-Position. Ja, das heißt, Sie sehen hier, dieser tiefste Tiefpunkt war hier oben mit der Zahl 3 markiert und der wird automatisch zu meinem ersten Stop beim Einstieg der Position. Das hier natürlich nochmal eingeblendet für Sie. So, und das ist natürlich sehr hilfreich, weil der Indikator, wie gesagt, er läuft mit. Das heißt, ich gehe in Trendrichtung mit, ich habe eine abgesicherte Position und ich kann jetzt einfach sagen, okay, ich lasse jetzt einfach die Position laufen und versuche entsprechend aufgrund dieses SAR, wenn ich das Signal bekomme, die Position zu schließen, üblicherweise dann hoffentlich im Gewinn, wenn der SAR das Richtige erkannt hat und entsprechend brauche ich mir keine Gedanken mehr machen, wann ziehe ich meinen Stop mit oder hinterher. Auch hier wieder für mich immer wichtig, okay, wie wird dieser Indikator überhaupt ermittelt? Ich habe Ihnen oben einfach mal die Formel eingeblendet, die brauchen wir jetzt nicht uns angucken, aber es gibt einen Bestandteil dieser Formel, nämlich den Beschleunigungsfaktor, auf den möchte ich jetzt doch nochmal eingehen, weil das ist ein wichtiger Faktor. Den können Sie übrigens auch in der Plattform einstellen, sodass Sie sagen, okay, wie eng soll im Prinzip diese gepunktete Linie dem Kursverlauf auch folgen. Der Beschleunigungsfaktor ist der wichtigste Faktor, die wichtigste Variable im Prinzip aus diesem Indikator. Sie sehen hier unten habe ich Ihnen eingeblendet, was die Standardwerte eingeht.
wie gesagt, da komme ich gleich mit dem Beispiel auf Sie nochmal zurück, dass Sie da einfach nochmal sehen, was das genau bedeutet. Aber im Prinzip bedeutet das erstmal grundsätzlich, je größer dieser Beschleunigungsfaktor, also je größer dieser Wert hier, diese 0,02, umso enger wird der Stopp im Prinzip nachgezogen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier 0,04 oder 0,05 nehmen würde, würde ich einen wesentlich engeren Stopp haben, als wenn ich jetzt einen kleineren Wert hier wählen würde. Das habe ich Ihnen jetzt noch einmal grafisch dargelegt, damit Sie das Gleiche nochmal erkennen können auf dem gleichen Chart mit zwei verschiedenen Einstellungen. Nämlich hier einmal die Standardeinstellung mit 0,02. Sie sehen, wir haben ja relativ kurze Schwünge, bis die Trendumkehr da im Prinzip einsetzt, beziehungsweise bis dieser SAR im Prinzip das Gegensignal bietet. Grundsätzlich würde ich jetzt sagen, aus einer Perspektive, ich weiß nicht mehr, welcher Zeitraum das war, ist aber eigentlich auch irrelevant, würde ich jetzt eigentlich sagen, wir haben eigentlich einen relativ intakten Aufwärtstrend. Trotzdem kriege ich hier die kleinen Gegenbewegungen auch nochmal als Signal hinein, wo ich dann im Prinzip ausgestoppt werden würde, in eine Short-Position reingehen würde, bevor ich dann wieder eine Long-Position eröffnen würde. Das gibt natürlich viele hin und her, viele Kosten, die natürlich beim Trading mit anfallen, die man sich vielleicht sparen kann, wenn man den SAR etwas breiter setzt, etwas weiter setzt. Nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Einstellung auf 0,005 setze, also nur ein Viertel von dem, was als Standardeinstellung gewählt wird, dann sehe ich, habe ich trotzdem Signale. Aber ich nehme die Long-Bewegung viel länger auch mit. Das heißt, ich habe wesentlich weniger Trades, die ich platzieren muss, und kriege trotzdem die lange Bewegung immer schön mit. Und diese Einstellung können Sie natürlich im Chart direkt einstellen, sodass Sie sagen, okay, mit welcher Einstellung kann ich am besten arbeiten? Will ich eher einen sehr nervösen Handel haben, also sehr viel rein raus, damit ich eben auch kleine Bewegungen mitnehmen kann? Oder sagen Sie, okay, ich bin vielleicht eher ein Swing Trader und sage, mich interessiert es wirklich, die langen Schwünge mitzunehmen, und anstatt alle 5 Kerzen Signal zu haben, reicht es mir, wenn ich alle 30 Kerzen Signal habe zum Beispiel. Und das Beispiel habe ich Ihnen hier auch nochmal aufgeführt, auch wieder mit dem Directional Movement Indikator, wo ich dann hier im Prinzip sehe, zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach mal dieses Beispiel hier nehme, ich sehe hier eine Trendumkehr von Short auf Long im Directional Movement. Auch hier, wenn ich mir den Directional Movement im Detail anschaue, der Trend verstärkt sich, das ist gut. Das heißt, hier habe ich einen ganz guten Einstiegspunkt für meine Position, wenn ich nur auf den Directional Movement eingehen würde. Gleichzeitig sehe ich aber jetzt auch den SAR, der dreht hier an dieser Stelle auch. Das heißt, mein Stopp aus der Short-Position wird hier ausgelöst. Ich gehe automatisch Stop in Reverse in eine Long-Position über und kann hier im Prinzip immer meinen Stopp nachziehen. Würde hier im Prinzip eine kleine Seitwärtsbewegung, wie Sie es hier oben sehen, einmal zu früh ausgestoppt werden, aber ich kann hier trotzdem einen schönen Schwung mitnehmen und würde dann hier in dem Bereich im Prinzip nochmal neu eingestoppt werden. Ja, das heißt, eigentlich komme ich dann tiefer wieder in eine Long-Position rein. Und so können Sie im Prinzip diesen Parabolic Stop and Reverse nutzen, um in Kombination mit einem trendbestimmenden Indikator, wie zum Beispiel dem Directional Movement oder dem Arun-Indikator, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Bollinger-Bänder noch angucken würde, könnte ich vielleicht jetzt noch besser rauserkennen, wie hoch ist die Volatilität gewesen, wo verengen sich eventuell die Bollinger-Bänder, das heißt, wo setzen Seitwärtsbewegungen ein. Und aus dieser Gesamtheit dieser Indikatoren, die Sie hier verwenden, können Sie im Prinzip etwas genauer vielleicht Ihre Strategie auch darauf anpassen, was das Marktgeschehen angeht. Und das Ganze wollen wir uns jetzt noch ganz kurz anschauen, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Also ich möchte hier jetzt noch 2 Minuten nutzen, um Ihnen einfach zu zeigen, wie Sie das in unserer Plattform, diese Indikatoren finden können und auch einstellen können. Bitte, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, platzieren Sie die jetzt an der Stelle, sodass ich dann auch gleich nochmal darauf eingehen kann und dort ja, im Prinzip vielleicht Ihre konkreten Fragen noch beantworten kann. Ich blende Ihnen jetzt einmal kurz unsere Handelsplattform ein. Die sollten Sie jetzt sehen. Jawohl. Auch hier fange ich heute wieder einfach mit einem schwarzen Bildschirm an, sodass ich Ihnen das wirklich Schritt für Schritt zeige. Wenn ich mir zum Beispiel den DAX zum Beispiel anschauen will als Index, gehe ich hier auf Indizes. Ich suche hier den GER30, also den DAX 30 raus, füge den zum Layout hinzu. Sie sehen, ich habe im Vorfeld hier schon mit dem MACD etwas gearbeitet. Den lösche ich einmal raus. Auch den SAR habe ich hier schon drin. Den lösche ich auch erstmal raus, sodass wir jetzt einfach nur einmal einen blanken Chart haben mit Candlesticks. Wenn Sie jetzt die Indikatoren suchen, gehen Sie hier oben in diesem Menü, was dann aufpoppt, wenn Sie nach oben fahren mit der Maus, Indikatoren. Und dann können Sie hier im Prinzip zunächst einmal die Bollinger Bänder suchen. Die können Sie hier einblenden. Die werden im Hintergrund jetzt einfach eingezeigt. Sie sehen schön hier im Prinzip diese Verengung der Bollinger Bänder, die ich gesagt hatte. Und wir sehen im Prinzip hier, diese Verengung weitet sich hier wieder. Und hier im konkreten Fall bricht der Kurs im Prinzip nach oben aus.
aus dieser Verengung, wenn ich jetzt hier einfach parallele Linien ziehen würde und kann also sagen, okay, hier erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt in einen Aufwärtstrend vielleicht reinlaufen oder dass wir eine kurzfristige Aufwärtsbewegung sehen. Also Bollinger Bänder. Wenn ich jetzt die Einstellung ändern möchte, können Sie hier unten reingehen und sagen, zum Beispiel, ich möchte hier zum Beispiel Bollinger Bänder auf Standardabweichung 3 abändern, weil damit habe ich eine 99,7%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs innerhalb der Bandbreite liegt. Und Sie sehen, dass wir da überhaupt mal ranlaufen an dem Bollinger Band mit einer Standardabweichung von 3, das ist hier mal gewesen. Und wenn wir wohlwollend sind, vielleicht noch hier, aber das nicht ganz. Also das passiert wesentlich seltener, aber damit haben Sie vielleicht weniger Fehlsignale. Ja. Wie gesagt, Sie klicken hier unten einfach drauf und sagen dann, okay, wie möchten Sie das einstellen? Sie können natürlich auch die Farben verändern und hinterlegen. Wenn ich die Bollinger Bänder jetzt einmal wieder rausnehme und sage, ich möchte jetzt den MACD zum Beispiel hinzufügen, gehe ich hier drauf, wähle hier aus der Liste MACD und kriege hier unten im Prinzip genau das, was wir eben gerade als Beispiel auch hatten, das Histogramm, die blaue Linie, das ist die MACD-Linie, die rote Linie ist die Signallinie und kann hier im Prinzip sagen, aha, guck, hier gibt es eine Kreuzung, also auf dieser Kerze hier würde ich im Prinzip ein Long-Signal vermuten, würde mir das wieder bestätigen lassen über andere Indikatoren und könnte dann hier sagen, okay, hier steige ich jetzt zum Beispiel Long ein. Ja, und Sie sehen hier, das war hier der Punkt, ich blende nochmal ganz kurz die Bollinger Bänder ein, weil das passt eigentlich ganz gut. Sie sehen hier die Verengung der Bollinger Bänder, das heißt ein Seitwärtstrend, der sich etabliert hat. Und dieser Seitwärtstrend wird auch hier durch einen unschlüssigen MACD angezeigt. Ja, das heißt, Sie sehen hier eine permanente Überkreuzung, Unterkreuzung der einzelnen Linien. Das heißt, dafür ist für Seitwärtsbewegungen ist der MACD zum Beispiel nicht geeignet, aber das hilft uns ganz gut dann weiter, wenn wir dann hierfür die Bollinger Bänder zum Beispiel verwenden. Und zu guter Letzt, also hier lösche ich die einfach mal raus. Gehen wir noch rein, um zu sagen, wir nehmen jetzt noch die Parabolic SIRs mit rein, gehen hier wieder drauf, wählen hier aus der Liste Parabolic SIR, klicke hier drauf und habe auch hier erstmal die Standardeinstellung. Sie sehen es hier unten mit dem Beschleunigungsfaktor von 0,02. Das heißt, wir sehen hier relativ viele Signale, kann hier aber drauf gehen und sagen, ich möchte das jetzt reduzieren auf 0,05 zum Beispiel, wie ich es jetzt gewählt hatte, und sehe hier, dass ich hier plötzlich diese gesamte Bewegung ohne weitere Fehl, sag ich mal, Signale beziehungsweise Fehlausstoppung mitnehmen kann. Und so können Sie im Prinzip diese trendfolgenden Indikatoren eigentlich in Kombination auch verwenden. Wie gesagt, in Kombination mit den trendbestimmenden Indikatoren, um sich da vielleicht ein Setup zusammenzustellen, wo Sie sagen, okay, das hilft mir, dass ich da wirklich verschiedene Signale habe, die mir die gleiche Richtung anzeigen und entsprechend diese sogenannte Clusterzone sich entwickelt, wo Sie sagen, okay, jetzt kann ich mir eigentlich relativ sicher sein, dass die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, der Markt läuft in meine Richtung, sodass Sie dann vielleicht auch in die Marktrichtung dann investieren und den Trade eingehen können. Gibt es hierzu noch Fragen? Ich sehe bislang noch keine Frage von Ihnen. Sollten sich jetzt noch Fragen ergeben Ihrerseits, bitte kurz sagen. Wir sind nämlich schon, ja, schon gut mit der Zeit mit dabei, aber die Zeit nehmen wir uns natürlich gerne, wenn Sie noch was wissen wollen. Ansonsten gebe ich hier an dieser Stelle erstmal einen kurzen Ausblick auf kommende Woche, den dritten Teil. Da wollen wir uns natürlich noch einmal die Oszillatoren angucken, die ein wichtiges oder einen wichtigen Bestandteil auch einer Strategie darstellen können. Da wollen wir insbesondere, glaube ich, denke ich mal, auf den RSI eingehen. Und wir werden uns natürlich auch Kerzenmuster angucken, weil die werden natürlich auch viel beachtet im Trading. Da werden wir natürlich nicht über alle Kerzenmuster rübergehen können, aber die wichtigsten, die mit der höchsten Trefferwahrscheinlichkeit und Trefferquote, die werde ich Ihnen sicherlich raussuchen können. Also das schon mal als Ausblick für Sie. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Sie kriegen im Anschluss sowieso per E-Mail noch dieses Webinar als Aufzeichnung zugesandt. Das heißt, das können Sie sich dann später noch angucken. Sie haben auch meine Kontaktdetails natürlich zur Hand, rufen Sie uns an. Grundsätzlich, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Dafür sind wir da. Und ich stehe natürlich gerne hier zur Verfügung, wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten. An der Stelle, da bedanke ich mich natürlich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten heute was mitnehmen für Ihre Zwecke, und freue mich darauf, wenn Sie dann nächste Woche wieder dabei sind, 11:30 Uhr, kommende Woche Dienstag. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und viel Erfolg beim Trading. Dankeschön. Bleiben Sie gesund.